Ich würde dich trotzdem gerne einladen, dass du heute Abend ins L.A. kommst und wir einfach mal miteinander quatschen. Ich lade dich auf ein paar Drinks ein. So wie früher. Mit TV Now Premium siehst du 5 Berlin-Tag- und Nacht-Folgen vor der TV-Ausstrahlung. Jetzt streamen. Moment. Oh, sorry. Magst du reinkommen? Ich will mir schnell was anziehen. Ist Bastiga? Ja, ist los, die Schule. Hey, danke, dass du dich aufgemacht hast. Deine Musik. Kaffee? Der ist zur Schule, Basti. Ach so, Basti, Entschuldigung. Der ist los. Ich denke, der kommt heute Nachmittag mal wieder. Okay, dann versuche ich es irgendwie. Ja, vorne. Ist das okay bei dir? Ja. Ja. Guck mal, ich kenne dich ein bisschen, ja? Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, ich hab's dir schon mal gesagt. Ich hab immer ein offenes Ohr für dich. Auch gerne mit Kleidung nächstes Mal. Ja, weiß ich ja. Also vielleicht doch einen Kaffee? Nee, ich hatte schon einen Kaffee. Okay. Aber das Angebot steht. Mhm. Okay, danke. Tschüss. Das ist doch echt verflixt. Ich habe gerade so Redebedarf. Die Sache mit Janis, mit meinem Bruder, mit Peggy, die Gefühle zu Joe. Eigentlich würde ich mit Basti darüber sprechen, aber mit Mike. Ich weiß nicht, das ist doch irgendwie komisch. Es tut mir wirklich leid, Paula so traurig zu sein. Aber ich glaube, jetzt, wo ich mit Kim zusammen bin, sie kann sich mir auch nicht mehr anvertrauen und ich kann sie nicht zwingen. Was unglaublich schade ist. Hallihallo. Na, geht's dir gut? Ja, danke an euch. Ihr seht beide gut aus, also ich gehe davon aus. Danke, Charmeur. Weißt du, ob ihr Gespräch noch lange dauert? Keine Ahnung. Achtung, ich melde mich später einfach. Besser? Alles klar, bis dann. Ciao. Hello again. Hi. Na? Willst du Haare schneiden, oder? Nee. Darf ich dich mal kurz nach hinten entfernen? Nur ganz kurz. Okay. Ich verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, du könntest so ein kleines bisschen Aufmunterung vertragen. Nee, mir geht's gut. Okay, wir gehen mal davon aus, dir geht's gut, aber ich würde dich trotzdem gerne einladen, dass du heute Abend ins L.A. kommst und wir einfach mal miteinander quatschen. Ich lade dich auf ein paar Drinks ein. So wie früher. Ist halt nicht mehr wie früher. Kim, ich, deine Ex-Freundin, keine. Okay, okay. Jetzt lassen wir mal Kim aus dem Spiel und sagen einfach mal, wir beide sind Freunde. Okay? Und das ist für mich wichtig. Das muss auch Kim akzeptieren. Also, bitte mach jetzt deine Entscheidung nicht davon abhängig, was Kim vielleicht denken sollte. Okay? Und ich von meiner Seite würde mich echt freuen. Kriege ich einen Kieber? Mit oder ohne Schuss? Also du kommst? Ja. Okay. Also nach Feierabend. Ja, nach Feierabend. Ich jetzt. Mucki kommt auch? Ja. Okay. Bis nachher. Bis nachher. Ciao. Ciao. Ciao, Mucki. So, jetzt, das war's. Das war ja ein kurzer Besuch. Ich komm wieder, versprochen. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüssi. Es freut mich jetzt wirklich, dass Paula zugesagt hat. Weil das ist irgendwie so distanziert zwischen uns geworden. Und ich hätte es gern, dass wir wieder wie normale Freunde sind. So. Aber du weißt ja, Training ist nicht alles. Das stimmt. Wir müssen quasi darüber reden, wann die Mädels mal wieder zu mir in den Laden kommen mit dir. Dankeschön. Ja, gute Frage. Vermisst du uns schon, Mike? Die Kunden auf jeden Fall. Also lasst euch was einfallen und dann quatschen wir mal. Ja. Und dann organisieren wir mal einen coolen Auftritt. Ja, richtig gerne, weil... Erstmal für dich, für immer noch. Für den Kaffee. Genau. Ja. Und machen wir wirklich Quatsch mit den Mädels, was die sagen, weil du bist ja unser Lieblings-Barmann-Kaffeebesitzer. Mhm. Ich denke, da kriegen wir auf jeden Fall was. Hi, Baby. Hi. Hi. Hey. Ja, ich melde mich bei dir auf jeden Fall. Sag Bescheid. Und dann, genau. Ciao, Kim. Tschüss. Ciao. Na, schöne Frau. Alles gut?
Ob alles gut ist? Ja, das frage ich dich gerade. Willst du mich gerade komplett verarschen? Du schaust anderen Frauen auf den Arsch? Kim. Wie kannst du so tun, als wäre nichts? Vor meinen Augen, Alter! Gucken wird doch mal wo erlaubt sein, oder? Ich hab dir jetzt im Hund auf den Arsch gemacht. Ihr Tasche ist runtergefallen. Meine Ihre Güte. Tasche? Achso, hast du kurz die Tasche? Kim, wir haben noch drüber gesprochen. Ich dachte, du kriegst es in den Griff mit deiner Eifersucht. Erst das mit Natascha und jetzt das. Du bist mit mir zusammen, okay? Nicht mit ihrem Arsch. Ja, ich weiß, dass ich nicht mit ihrem Arsch zusammen bin. Du kriegst gerade hoch wie so eine Landmine. Wie eine Landmine? Ja. Kannst dich mal kurz beruhigen? Du bist das Allerletzte. Kim. Ja, wie eine Landmine. Das ist doch echt krankhaft. Kim sucht ja förmlich nach Gründen, um eifersüchtig zu sein. Wir haben uns gerade verstanden und jetzt macht sie so eine Show. Ich glaube, das ist wirklich besser, wenn wir uns heute mal aus dem Weg gehen. Ich kann es immer noch nicht glauben, was Kim vorhin für eine scheiß Szene gemacht hat. Dieser Streit ist einfach nur total unnötig und regt nur auf. Sorry, ich kann auch wieder gehen, also. Nein, ihr beide könnt auf jeden Fall bleiben. Ja. Hi, Möckchen. Na, schön, dass du hier bist. Ja. So, ich bin eigentlich auch so gut wie fertig. Was trinken? Mhm. Na klar. Na, Kiba! Ja, na sicher. So, mit rum? Nee, kein Alkohol, bitte. Kein Alkohol? Mhm. Na gut, dann halt mal ohne. Was war denn heute Morgen los? Wenn es nur heute Morgen wäre. Okay, was ist denn los? Mann, Mike, ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber sprechen kann. Nicht böse gemeint, aber es ist viel passiert. Wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Und ich weiß, wüsste auch gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Ja, ich bereue es auch, dass wir so lange nicht mehr ganz normal miteinander sprechen konnten wie früher. Ja, es ist jetzt ein bisschen anders, weil ich mit Kim zusammen bin, aber es ändert nichts an unserer Freundschaft. Hm. Wenn dir was auf dem Herzen liegt, Powder. Immer. Zu jeder Zeit. Auch 20 Minuten vorher. Darf ich mal ins Blaue raten? Na? Es hat irgendwas mit dem Bruder und was zu tun. Auch. Emmy hatte mir so ein bisschen erzählt und das fand ich schon krass genug. Ja, dann die Bunkergeschichte, weißt du ja. Ja. Dann gibt's noch Peggy und Joe. Ja, nach der Entführungsgeschichte ist Janis total abgedriftet. Er hat wieder zu Drogen gegriffen und ist dann in die Therapie gegangen. Und da hat Theo ihn rausgeholt, weil er dachte, er wäre der beste Arzt der Welt und therapiert seinen Sohn mit Drogen, um ihn von Drogen loszukommen. Also, weißt du, das ist einfach gestört. Seit Theo. Ja. Familie kann man sich nicht aussuchen, ne? Ich hoffe, dass Paula und ich wieder ein bisschen freundschaftlicher miteinander umgehen können. Es tut mir schon echt leid, was sie alles durchmachen muss. Und vielleicht hilft sie ja, so ein paar Sachen von der Seele zu reden. Die scheiß Hausaufgaben. Ich hab doch ganz andere Probleme. Boah, mich kotzt das so an, wenn ich daran denke, dass Mike sich jetzt auch noch im Recht fühlt. Dabei war sein Verhalten doch total assi und nicht meins. Buh! Ja, toll. Was machst du hier? Warum bist du nicht in L.A.? Ich war gerade mit Toni unterwegs. Emmy ist im Krankenhaus bei Janis. Da ist mein Vater doch ganz allein, oder? Oder gibt's jetzt irgendwen neuen? Okay, willst du jetzt auch noch auf mir rumhacken, oder was? Ja, er ist alleine, okay, alles klar. Sorry. Darauf wollte ich jetzt gar nicht. Ich freue mich. Jetzt können wir zusammen Englisch machen. Jetzt bin ich mal nicht der Einzige, der hier nachmittags alleine ist. Mhm. Warum bist du denn hier und nicht in L.A.? Ich war in L.A. nach der Schule. Und dann bin ich ja reingekommen und ich habe gesehen, wie Mike einfach mit Tara geflirtet hat. Und dann hat er ihr noch zusätzlich auf den Hintern geschaut. Weißt du, das ist ja klar, dann habe ich mich halt so ein bisschen aufgeregt. Ich meine, es ist doch klar, dass ich die Situation nicht cool finde. Und er bezeichnet mich als Landmine. Ich meine, was soll das denn? Okay, du weißt, ich rede eigentlich nicht über Beziehungsangelegenheiten von meinem Vater und so. Weißt du ja, ich habe es mir selbst eingebrockt. Ich habe ja nachgefragt. Also, du weißt doch, wer mein Vater ist, Kim. Du hast dich in diesen Mann verliebt. Ich glaube, es gibt noch keine Frau, der ich hinterhergeguckt habe, der mein Vater noch nicht hinterhergeguckt hat. So ist er halt, mein Gott.
Und das, was du gerade beschrieben hast, klingt jetzt auch nicht so dramatisch. Ich meine, jeder guckt mal, das ist ganz normal. Und Mausi, ich kenne dich, ne? Und auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr hast du dich aufgeregt? So, 18, 19? Vielleicht 20? Nein, Spaß, ja. Aber guck mal, ich habe doch auch keinen Bock, die ganze Zeit die eifersüchtige Zicke zu sein. Aber in solchen Momenten, da brennen bei mir einfach die Sicherungen durch. Kann ich verstehen. Aber ja, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Und vielleicht sollte ich mich auch bei Mike entschuldigen. Naja, eigentlich hat Connor jetzt nichts anderes gesagt als Mike selbst. Aber als Mike das gesagt hat, da habe ich mich einfach so provoziert gefühlt. Warum kommt mir diese Einsicht nicht, wenn ich vor ihm stehe? Ja, weil ich verrückt nach ihm bin. Mike, und dann stand Theo vor mir, hat geheult und hat es mir gestanden. Er hat mir es ja nicht nur einmal gestanden. Und vor der Polizei hat es einfach mal widerrufen. Weißt du, er ist mein Bruder und ich fühle mich einfach komplett schuldig. Hätte ich irgendwas anderes machen können, damit es nicht so weit gekommen wäre? Also es ist einfach... Oh Gott. Nein, Papa. Nein. Guck mal, du hast doch die ganze Zeit versucht, das Beste für Janis zu wollen, oder? Ja. Du hast darauf aufgepasst, dass es ihm gut geht. Oder zumindest versucht. Hey, und Theo ist dein Bruder. Na klar, hast du ihm erstmal vertraut. Ist ja auch sonst in jeder Beziehung eine gute Sache, wenn man vertraut. Mhm. Du konntest es nicht besser wissen. Und Paula, du bist für alle, die dir nahestehen, warst und bist und wirst immer sein, eine tolle Freundin. Dankeschön. Mike, es tut gerade richtig gut, mit dir zu reden. Mir fehlt unsere Freundschaft wirklich. What the fuck? Ey, jetzt trifft sich Mike auch noch hinter meinem Rücken mit Paula. Von wegen, ich bin hier nur das eifersüchtige Dummchen. Ey, am liebsten würde ich da jetzt reingehen und Mike eine fette Ansage machen. Aber ich habe mir versprochen, mich zurückzuhalten. Und wenn ich jetzt wieder eine Szene mache, dann redet Mike das sowieso wieder klein. Ich muss das jetzt einfach weiter beobachten. Gleich zum Chef und Ihnen zeigen. Wissen Sie, was das hier ist? Die neue Bibel. Dieses Buch. Das ist was ganz anderes. Es ist für eine Person ausgelegt. Nämlich den allerbesten Freund. Kim, was ist dein Problem? Du bist mein Problem. Mike ist mit mir zusammen, okay? Ich werde niemals zulassen, dass Paula mir Mike wegnimmt. TT, was geht hier gerade ab? Ich liebe dich über alles und ich wollte dich fragen, ob du mich heiraten möchtest.